Wunderschönen guten Morgen, liebe Fahrgäste. Das Team von Go Ahead Bayern begrüßt Sie zu unserer allerersten offiziellen Fahrt in unseren nagelneuen Zügen von München nach Lindau über Buchloe, Memmingen, Leutkirch-Wangen. Liebe Fahrgäste, beachten Sie bitte Ihre Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Zugfahrt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, München. Die Ansagen sind extrem laut. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir München-Pasing. Hier haben Sie Anschluss an die S8 nach München zum Flughafen auf Gleis 6 um 10.05 Uhr und die S6 auf Gleis 5 um 9.58 Uhr nach Ebersberg. Ich finde
finde auch den Innenraum so toll mit den blauen Einstiegen. Ich finde, das schaut richtig gut aus. Und das ist eine andere Schaffnerin. Mhm. Vorhin meine Blonde, die blonde Ticke. Mhm. Vielleicht, dass die hinter einen Zugteil. Aber das habe ich auch noch nie gesehen, dass in jedem Zugteil ein Schaffner. Ausstieg auf der linken Seite. Ja, theoretisch in der S-Bahn ist fast nie ein Schaffner. Ja, und bei den anderen Zügen, da ist einer für den ganzen Zug, da kommt manchmal gar keiner. Da könnt ihr theoretisch einen Schwarzfahrer, könnt ihr da durchrutschen. Richtig. Deswegen finde ich das gut, dass die in jedem Zug ein. Ah, jetzt gibt es GPS. Sehr gut. Ja. Signal gefunden. Die App funktioniert auch, wenn ich beim PESA die Fenster aufmache, wenn es geht und es nicht zu spät ist, dann geht das GPS, also das, die App. Okay. Also wenn ich soll, dann geht das nicht. München, Pasing. Ich finde das auch immer so cool, wenn ich in neuen Zügen noch so neu riecht, so richtig so ganz. Wie früher auch in Pesa, also da ist auch. Genau so, so ganz Werksauslieferung. So richtig nach Holzfabrik in diesem. Ja, genau so. Ganz so richtig frisch neu noch so. Finde ich super. Ich weiß lustig, ob du dich auf dem Ticket auch mit eintragen. Ich glaube, das kann man ja gleich fragen, wenn sie kommt. Mhm. Ich habe meinen Ausweis dabei, mit dem Impfen. Ich hatte schon dieses komische EU-Ding dabei. Du brauchst jetzt einen Pass nicht, sondern auch das Zertifikat habe ich dabei. Ach, du auch? Du bist auch schon geimpft, oder? Mhm. Doppelt? Ja, doppelt. Was hast du gekriegt? Was? BioNTech oder Moderna? Ja, ich glaube BioNTech. Ja, ich habe Moderna bekommen. Ging aber auch einmal in Freier, ne? Hab nichts gemerkt. Ja. Das ist... Bitte Vorsicht an den Türen. Türen werden zwangsgeschlossen. Ich steht schon wieder so vor die Tür drin. Der nicht in der Tür weggehen kann. Wahnsinn. Ja, das finde ich auch ganz schlimm. Deutschland-Tarif steht ganz neu drauf. Habe ich noch nicht gesehen. Was steht da? Deutschland-Tarif. Der Strategie-Tarif. Genau. Für dich ist dann das Ticket und er fährt ja umsonst dann. Genau. Alles passt. Super, danke. Bitteschön. Da war ich mir nämlich nicht sicher, ob das so ist. Mhm. Aber perfekt, das GPS-Ding funktioniert. Ich werde ein bisschen runterschrauben. WLAN läuft ja. Ja, ich weiß nicht, ob es WLAN. Das ist drin. Das hat vorher ein bisschen gebuggt, aber jetzt. Das ist schon auch cool. Das gibt es bisher auch noch in keinem Fallanzug so. Ja, auch wenn es immer da steht, dann ist da kein WLAN. Ja, hier ist es. Ja, du sparst ja halt auch mobile Daten und so. Ich meine, das ist ja auch. Der BRB ist auch WLAN, aber das ist total scheiße. Ist der BRB WLAN? Das ist ganz schlecht. Okay, hab ich gar nicht gewusst. Glaube ich. Ich dachte, das ist manchmal ist es auch gar kein WLAN. Also. Ja, wahrscheinlich ist es halt so irgendwie so ein Klump halt. Mhm, das hier ist halt super WLAN, weil das läuft auch. Ich habe jetzt die mobilen Daten ausstellen können, und dass es Probleme gibt. Ja. Macht, dass ich auch irgendwelche verrückten Strecken sind, der fährt einfach schön da, wo es auch richtig ist. Es gibt keine Bugs. Ja, das stimmt. Beschleunigen. Ja.
was denn wie ich. Ja, vielleicht nachher, vielleicht brauche ich nachher, das weiß ich noch nicht. Es kommt darauf an, ob meine Arbeit das alles aushalten. Besser der Stick. Meine Kamera habe ich früher auch, wo wir das filmen müssen, da habe ich sie nur hin. Hier im Zug hat auch kein Problem, wir hätten die Kamera hier hingelegt, aber im Pesa wäre es problematischer da. Ich hab mich vorher irgendwo aufgerissen. Ich nehme jetzt Desinfektionsmittel drauf, das ist nicht gut. Brennt. Ja, wie vorher. Ich weiß zwar nicht, wie ich das geschafft habe, aber keine Ahnung. Ich hoffe, dass die App ein bisschen backt und wir wieder 60. Ah, das ist dafür 40. Das ist halt schon was anderes im Gegensatz zu früher. Das ist halt jetzt total leise, ne? Ich meine, aber hat auch Vorteile, ich meine. Also. Der Zug ist auf jeden Fall erheblich besser als der DOS. Der DOS ist ja extrem langweilig. Ja, das ist auch. Das Einzige ist, du kannst da oben sitzen, aber es bringt dir nichts, weil. Oben sitzen ist schon lange nicht mehr interessant. Sieh, ich fahre ganz genauso früher, wo ich noch klein war, ja? Mhm. Wollte ich immer oben sitzen. Das ist extrem unpraktisch, weil ich meistens fahre DOS-Bahn nur zur Überführung, dass ich dann zurück mit dem Pool zukommen kann. Hat aber keine Steckdosen, also unpraktisch. Ja, das ist hier schon. Wir fahren jetzt auch was EE72, dann hält der in Geltendorf, aber das ist jetzt ein EE96. Ja, genau, das ist jetzt ein 612er. Die BDRB fährt ja bloß nach Trabant am Tag jetzt nach München. Einmal früh, einmal Mittag, einmal spät abends. Sonst fährt bloß noch die RB40. 74. Ja. Sonst fährt keiner mehr. Was noch cool wäre, wenn da einfach eine Strafe stehen würde und die Geschwindigkeit angezeigt wird? Das gibt's, das habe ich in dem Video gesehen, wo ich dir gestern geschickt habe. Es gibt irgendwo an den Türen, müsste das gehen. Guck mal nach. Ja, geh mal gucken. Irgendwo habe ich das gesehen in dem Video. Steht die dann auch mal auf dem Gleis, wo die dann noch durchrasen können und die dann nicht im Weg ist. Ja, und ich hoffe, die wartet auf uns. Ich wollte gerade sagen, dass sie auf Gleis 2 reinfährt, dass wir an 1 vorbeiziehen. Mhm. Ich hoffe, dass die da wartet und nicht einfach weiterfährt. Das wäre sehr gut, ja. Ich könnte mir hier mit 30 hier entlang fahren. Es ist echt nötig, dass sie viergleisig wird.
Ja, zumindest dreigleisig. Oder dreigleisig, ja. Also für den Zug. Aber das wird noch eine Weile dauern. Nicht so einfach. Naja, einfach wäre es, glaube ich, schon bloß gescheitert an Anwohnern und so weiter und so fort. Mhm. Die haben natürlich wieder irgendwas einzuwenden. Ah ja, ich meine einerseits schon, aber zumindest ein dreigleisiger Ausbau. Ich meine, ja, man muss ja auch irgendwie an die Eisenbahn und alles denken, dass das weiter ausgebaut wird und sowas. Ja. Mhm, weil die S-Bahn, die braucht ihr eigenes Gleis und dann die Deutsche Bahn, die Schnellzüge. Genau. Von Kempten, vor allem, es gibt überall, das gibt es, glaube ich, auf jeder Strecke, das bei uns nicht. Ich möchte nachfragen, so irgendwas ist doch da. Vor allem auf der Bahnhöfe ist es zum Beispiel so, dass in der Mitte so ein Durchfahrgleis ist und dann außen die Station. Genau. Deswegen sage ich ja, das ist ein bisschen strange.
alle Schlittenspuren auf dem Berg da sind. Das heißt, wir sind ja alle für Schlitten gefahren. Mhm. Für super Location, weil da kann man ja bestimmt Züge gucken. Ja, das ist geil, gell? Stimmt, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, stimmt. Heißt, du fährst so Schlitten? Oh Scheiße, jetzt falle ich gleich um. Scheiße. Mhm. Das ist wichtiger, egal. Mhm. Ich hab schon ein paar Mal überlegt, ob ich mich da im Winter hinstellen soll, aber da stehst du im tiefen Schnee, das wird irgendwann kalt. Mhm. Extrem super. Alles voller Schnee. Ich krieg ja manchmal spazieren hier auf der Seite. Mhm. Aber im Schnee ist es zu kalt. Ich habe da
eingeschaltet. Doku, ist. Ach so. Weil das ist doch Sonntag. Ach so, stimmt. Die Doku. Mhm. 51 Minuten ist es geworden. Doppelt so lang wie letztes Mal. Obwohl, es hat sich auch so viel geändert. Soll ich ja gleich dann an, wenn ich zu Hause bin? Hat ja Zeit. Der bleibt ja lange, lange da. Ja, mal schauen. Mein Making-of hat schon überproportional viele Aufrufe. Wenn jetzt dann die Doku kommt, dann nächsten, übernächsten Sonntag dieses Video hier kommt. Es geht steil bergauf. Nee, meine Videos sind ausgerollt. Ich habe Führerstation vor gut ein paar. Ja, ich habe die habe ich auch nach vorne geschoben. Ich habe keinen Bock, das Ende Januar rauszustrahlen. Ja, genau, das ist halt auch so. Ich habe jetzt nach vorne geschoben und dann habe ich dieses Video kommt dann auch. Also da wird richtig viel. Vielleicht klage ich dann die 200 recht schnell. Ja, das ist richtig. Das wird sehr, sehr, sehr gut. Das kann nur gut werden. Auf jeden Fall. Wann musst du dann da unten sein? Ah, zwischen so 6 oder so. 16:55 Uhr vielleicht den Zug von Duplo nach München. 16:55 Uhr. Ja, ich glaube, das ist eher die 86.
halt das Coole, ne? Du kannst es gleich schneiden, wenn du es auf dem Handy hast. Oder mal, das muss ich kurz gucken können. Das Ding bei der Tour mache ich immer, dass ich das einfach im Reihen reinmache. Und dann schneide ich das zusammen. Und dann habe ich halt so Komplikationen, weil ich Züge bei der Tour am sich immer. Und dann möchte ich das online stellen. Und das sichern meine Fotos und passt dann auf YouTube stellen. Voll viel auszuhalten, wenn die scheiß Lärmschutzwände da sind. Mhm. Mir lässt sich sowas einfallen. Ich weiß nicht, für die Anwohner ist es gut, ja, aber für uns ist es scheiße. Mhm. Weil wir die auch überall sind. Also ja, beim Nürnberg-Express kannst du auch nicht zu einer Geschwindigkeit sehen, weil wir über diese Wände sind. Ja, das ist ja auch auf die Zielstrecke. Nächster Halt, Buchloe. Jedes Mal verschränke ich du. Next Stop, Buchloe. Umstieg zum Fernverkehr sowie zu den Regionalzügen in Richtung Augsburg, Kempten und Füssen. Change here for Augsburg, Kempten, Füssen and Long Distance Rail Services. Das ist vor uns. Das sieht man mir ganz langsam. Ihre Anschlüsse. RCE nach München Hauptbahnhof GL 27 bis 36. 10:25 Uhr, Gleis 2. Heute etwa 9 Minuten später.
RB nach München Hauptbahnhof GL 27 bis 36. 10.36 Uhr, Gleis 1. BRB RB nach Augsburg Hauptbahnhof. 10.38 Uhr, Gleis 2. RE nach Kempten Hauptbahnhof. 10.40 Uhr, Gleis 5. Das ist so gut. Diese Stimme. Oh, die Stimme, die ist da. Das ist einfach nur abgediktiert. Als die ECE gesagt hat, einfach nur abgeschrieben, ECE oder so. Ehrlich. Abgeschrieben, einfach nur abgelesen von dieser Stimme einfach. Die Stimme ist cool. GL. Meine Roboterstimme. Aber die Stimme hat auch was Einheimisches. Die hat auch was Bayerisches. Mhm. Die Stimme ist der Hammer. Ihre Anschlüsse. RB nach München Hauptbahnhof GL 27 bis 36. 10.36 Uhr, Gleis 1. BRB RB nach Augsburg Hauptbahnhof. 10.38 Uhr, Gleis 2. RE nach Kempten Hauptbahnhof. 10.40 Uhr, Gleis 5. Schön für dich. Oh, schon wieder so lang. So, jetzt bist du still, gell? Ausstieg auf der linken Seite. Ihre Anschlüsse. BRB RB nach Augsburg Hauptbahnhof. 10.38 Uhr, Gleis 2. RE nach Kempten Hauptbahnhof. 10.40 Uhr, Gleis 5. RE nach Oberstdorf. 11.07 Uhr, Gleis 5. RE nach Lindau-Reutling. 11.07 Uhr, Gleis 5. Auf jeden Fall ganz schön viele, die hat abgestellt da drüben. Buchloe. Der ist unwitzig. Schreit die ein, Ando. Die übertriebene Lautstärke, die. Das ist ziemlich nötig. Stell dir mal vor, du hast jetzt eine Frühherrin. Willst du da schlafen und dann bleibt nicht immer da? Wenn man schlafen möchte. Ich frage mich vor allem, warum kommen wir auf Gleis 3 an? Das ist ein Donau-Isar-Express. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das ist ein Fugger-Express. Die fahren bei uns Donau-Isar-Express. Ja gut, die werden halt keine anderen 440 gefragt gehabt haben, deswegen werden sie die aufgeboten haben. Mhm. Das ist der schlimmste Elektrotriebzug, den es in Bayern gibt. Mhm. Das finde ich ja nicht. Nee, wird Zeit, dass nächstes Jahr Go Ahead kommt, dann sind dann die Züge auch. Und Mireo. Die Züge sind cool. Mireo ist auch krass. Der Mireo ist richtig cool, das ja. Sieht richtig cool aus. Dann so, dass der Weser, dann das wahrscheinlich vom RE 79 nur noch Weser fahren, kein 612. Nehme ich ganz schwer an, ja.
schon. Nee, gibt's da auch so eine Donau-Isar-Express und danach. Jetzt zwei gemischte. Ich glaube, das wird denen relativ egal sein. Ich glaube, die werden da einfach 440er einsetzen und auf der RB74-Ticker frei sind. Da stehen auch manchmal bei uns in Mosach auch manchmal Main-Franken-Express. Ja, aber das mit meinen Frankenbahnen, das habe ich auch schon oft gesehen. Und oft auf dem Zugexpress sind die auch oft unterwegs. Ich freue mich schon auf Pesa später. Ja, ich hoffe, es kommt einer. Ich hoffe, also die RE75 sind hoffentlich schon alle Pesa. Was fahren denn? Wir fahren mit dem Ulmer-Zug nach Kempten, gell? Ja. Das ist auch ein Pesa. Entweder ein Pesa oder ein DB-Lind. Lind wäre schlecht in dem Fall. Weil die B-Lind, die fahren dann Memmingen, Ulm, Kempten relativ viel. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Lind ist, ist glaube ich relativ hoch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Pesa ist, von Lindau nach Kempten, Oberstdorf, die Wahrscheinlichkeit halte ich für relativ hoch. Das sollte dann auf jeden Fall ein Pesa sein. Zumindest ist die Regionalbahn von Memmingen nach Ulm, die ist über Lind. Weil die Bahn hat jetzt auch Lind. Die Deutsche Bahn, ja, das sieht man oft. Ja, mittlerweile. Schön cool, wenn man hier ist, so drin zu sitzen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, wo die ersten Schulungsfahrten waren, in Buchenwald, war schon cool. Mein anderer Zug im Alter erstmal. Es war 18, glaube ich schon. Ja, vor allem ist es das Einzigste, dem ich wirklich nachtraue. Ich traue die Doppelstockzüge nicht nach. Die einzigsten, denke ich, ein bisschen abgehauen ist der 218, weil die war schon cool. Ja, 218 schon cool, ja. Aber die fährt jetzt doch einmal am Tag, die 2084, 2085. Sonst gar nichts mehr. Und die 245er, die ist komplett verbannt. Ja, die fährt ja gar nicht mehr, fährt noch da. Nur noch die 218 einmal am Tag. Das ist ein bisschen schlechter, für die 111er wüsste ich ganz und gar nicht, die sind nicht froh, dass die Leute sind. Ja, ich auch nicht, überhaupt nicht. Also die Übergriffe nicht, die Doppelstockwagen auch nicht. Die ich vergesse ist die 245er und die 218, die sind schon ziemlich dran. Weil die waren schon sehr cool. Aber ich meine, man kann nicht alles haben, ne? Aber ich glaube, bis jetzt ist es schon viel besser. Also ist es schon, ja, also der Go-Ahead, letztes Jahr schon gefahren, der wäre das perfekt. Definitiv, richtig, ja. Der Zug fährt ja 100% perfekt. Auf jeden Fall mit Sound. Und Sound wäre sinnlos. Das ist ja dann. Ja, ist so viel los. Ich wollte eigentlich durch den Zug gehen, aber es ist so viel los. Jedenfalls hier vorne. Ich wollte eigentlich nachher mit der Kamera mal durch den Zug gehen. Müssen wir warten. Vielleicht geht es in Lindau, so vielleicht schlagen da wieder aus. Oder vielleicht. Da können wir mal. Nach bestimmt auch seine Sachen hier drin lassen, wahrscheinlich. Ja, du bist ja da. Nächster Halt: Türkheim. Next Stop: Türkheim. 25 Minuten reichen ja auch aus, da können wir beide mal eine kurze Tour machen. Eben, das will ich auf jeden Fall machen. Das mache ich dann mit dem Handy, weil das ist dann die Kamera, ist nur für die Zufahrt. Ich will auf jeden Fall einen Ausstieg auf der rechten Seite. Ja. So ein Ding von Lindau Insel. Handy von Kisselegg werde ich bis Lindau heute dann laden und dann auch, dann, wenn ich dann Akku habe, für den Pesa machen. Ja. Platz da ist halt auch nicht unbedingt geräumt. Oder so halt nicht. Da schaust du nämlich auf einmal in die Kamera. Ach, ey, 73, 612 war da jetzt. Ich hab's gewusst. Ich hab's in der Doku gesagt, ich war mir nicht sicher. Aber ich war mir relativ sicher, dass die 612 die 642 gab. Die letztes Jahr bin ich, also letztes Mal vor dem Wechsel bin ich nochmal bei der Bayern-Ticket-Tour in die Zero. Also auch gefahren. Ja. Führerstand hinterher fast schon. Ja, hinter der Glasscheibe habe ich gefilmt. Türkheim. Habe ich gesehen, das Video. Echt, ist schon online? Ja. Die Sierung ist. Ja, ich glaube schon. Nee, das glaube ich ist. Da war es ein anderes Führerstandsmitfahrten-Video, ist ja auch egal, auf jeden Fall.
ich war mir relativ sicher, dass die 612er das übernehmen. Anfang Januar. Weil die werden die 612er nicht umsonst alle modernisiert haben und die 642er nicht mehr. Also. Finde ich aber cool, dass die 612er jetzt nach Bad Wörishofen auch fahren. Finde ich cool. Ist besser als die anderen. Ja, ist es auch. Ist es auch. Ist einer. Hat aber keinen Namen, ne? Nee. Manche 612er haben ja Namen. Ich weiß, da steht oben dann, wo jetzt nichts ist, weil sie gut ja, genau. Oberhalb von erster Klasse. Ja. Oder hinten. Z-Klasse. Ja, genau. Ja. Gefällt mir. Der unmodernisierten sieht ja alles 1:1. Ja, das schaut das gleich aus. Steht aber nur eine 1 drauf auf dem Sitz. Ja, eben. Das ist genau das Gleiche. In dem 612er unmodernisiert. Ja. Wahrscheinlich gibt es jetzt keine unmodernisierten mehr. Doch, ein paar habe ich noch gesehen. Wann habe ich gedreht? Das Buch habe ich für die Doku gedreht am Montag, das letzte Mal. Das merke ich oft. Und da war es noch. Am Montag, da waren noch welche. Aber nicht mehr viele. 3 oder 4 Stück habe ich gesehen. Das war auf dem Gegenzug an wahrscheinlich. Ach, der ECE hat ja Verspätung, genau. Der ist vorher entgegengekommen. Der ECE hat Verspätung. Der ECE ist eigentlich nicht so nur so ein Störenfried, weil der eigentlich, ja. Der Fernverkehr hat irgendwie immer Verspätung. Ich weiß nicht, sagen wir nicht. Ich muss mal unseren Zug hier aufrufen. Ah, da kommt der. Ja, 72. Den muss man warten. Sache. Okay, ja gut, dann. Aber. Ich glaube, wir müssen trotzdem noch auf den ECE warten, weil. Ja, ich weiß nicht, der ist vorher nämlich gerade durchgegangen bei Buchloe, da ist er gerade durchgefahren. Ach, da ist schon durchgefahren? Um 10.35 Uhr, ja. Der 9 Minuten verspätet, der Zug ist in Buchloe. Dann ist es ja. Okay. Mir durchgefahren. Da, wo wir stehen mussten vorher vor Buchloe. Das war der ECE. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fahrgäste. Das Team von Go Ahead Bayern begrüßt unsere neu zugestiegenen Fahrgäste auf der Strecke nach Lindau. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Zugfahrt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Wenn du
Kalkbeton hast und dann das Gleis auf dem Teppich, dann gleitet der Strom nicht wegschalten. Sieht dann auch nicht so realistisch aus. Ja, genau. Ja. Erstens das und zweitens gleitet der Strom nicht. Also das ist das Gleis instabil. Das war instabil. Ja, genau. Da ist die Stromzufuhr unterbrochen, wie auch immer. Ich dachte halt, vor 4 Jahren war es halt, ich habe die Märkling gekauft, ich wusste ja nicht, was das war. Da habe ich Märkling gedacht, super Firma, klingt qualitativ, habe ich auch gekauft, ist ja auch qualitativ. Ja, aber es ist relativ teuer. Es ist ein bisschen teuer, dass du was kaufen kannst. Das heißt, ich wusste, da habe ich gedacht, mein Freund, der, ich wollte eigentlich das Gleiche mit meinem Freund haben, und der hat aber Pico. Ja, ich bin da aufgefallen, da habe ich überall Züge gesehen, die mir gefallen haben, und es waren alle Gleichstrom, das war problematisch. Und dann habe ich jetzt aber daran gedacht, ich hatte nie genug Geld. Jetzt habe ich genug Geld, um da einfach mal so ein paar Gleise zu kaufen. Und dann ja, das ist gut. Das ist gut. Das Wetter ist ein Traum. Perfekt. Strahlend blauer Himmel. Eine Eiseskälte. Das ist wie wenn, der Himmel uns irgendwas sagen wollte. Umstieg in Richtung Krumbach und Günzburg. Next Stop Mindelheim. Change here for Krumbach and Günzburg. Ja, man trifft uns noch den Schlag. Ausstieg auf der linken Seite. Jeder Zug hat seine Macken. Ihr Anschluss. Ein bisschen runter. Per E nach München Hauptbahnhof. 11.13 Uhr, Gleis 2. Wiederholt ihr das auch noch 10 Mal? Naja, weil dann kommst du gleich wieder. Das ist ja lästig. Mindelheim. Steigt nochmal Leute ein, wunderbar. Das ist naja, es geht eigentlich. Aber ich gehe trotzdem erst nachher durch. Jetzt muss ich so viel Pixel. Da hinten sind zu viele. Hier ist nichts, aber da hinten sind zu viele. Dann wenn der Zug dir später deine Stunde eine ganz schöne Weile, dann kann man nochmal kurz ja, da hinten Tour machen. Ich finde es auch cool, dass an beiden Enden erste Klasse ist, weil... Ja, das ist jetzt für uns jetzt gerade momentan in der Situation perfekt. Ja, es ist auch generell, glaube ich, ganz gut, weil, Bei ihm sowieso, weil der hält sowieso nicht in gelben Doppel, wenn ich beide Tickets, dann erste Klasse. Ja, ja. Auch in der Pisa... eigentlich. Auch in der Pisa... die zweite Klasse eigentlich nicht besser ist? Ja, ist so. Die erste, wenn du beschleunigt und dann brauchst du nicht stehen bleiben, du da hast. Wie eine S-Bahn. Ja, aber echt? Dann machst du Sterne. Ja, aber wenn die S-Bahn noch Vollgas abgeht, dann geht's auch. Ja, okay. Ja. Hält er nicht mehr bis Mellin. Nee. Vielleicht kannst du mir doch deinen Startteil geben. Du hast zwar bloß 10 Minuten, aber das ist... Ja. Ja, du hast den gleichen Weg. Warte mal. Ich dabei nicht, dass ich mal... Hey, doch, was denn? Was war das? Cool, das kommt. Ja, doch, du hast den gleichen Weg. Na, hoffen wir, dass der dann reinpasst. Ja, passt gut rein. So, runter damit hin. Weil ich nämlich auch einen Überraschungspart habe. Wenn ich dir jetzt sicherlich noch nicht sagen werde. Mhm. Den kann ich eigentlich sagen. Vielleicht sehe ich ja ewig, was das ist. Ja. Was ist das? Warum geht das Scheiß?
das jetzt nicht? Ach, okay. Entschuldigung. Jetzt was? Kein Problem. Warte mal. Ist natürlich auch so, dass du wie ich mach mit der Kamera, das Handy ein bisschen drehst. Ja, sieh mal. Ja, so ist er. So ist du, ja. Weil irgendwie die mit Russland irgendwie, keine Ahnung, Stress gehabt haben.
Preis erlebt, das finde ich furchtbar. Die haben fast nie an, deswegen. Ja, aber die haben es bloß extra so teilweise an, weil sich natürlich die Leute beschwert haben. Aber das Ding finde ich ist echt cool, weil das nicht ganz so hell ist. Ja, nicht so eine Augenblende. Ja, genau, nicht so hell, ja, genau. Nicht. Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Memmingen. Dieser Zug wird in Memmingen geteilt. Der vordere Teil fährt weiter nach Lindau, Insel, der hintere Teil bleibt in Memmingen stehen. Des Weiteren haben Sie Umsteigemöglichkeiten nach Oberstdorf mit der Regionalbahn um 11 Uhr auf Gleis 3, nach Ulm, RE, auf Gleis 4 um 11.01 Uhr und nach Augsburg mit dem RE auf Gleis 5 um 11.08 Uhr. Das Team von GoAhead Bayern bedankt sich für Ihre Mitreise und wünscht Ihnen einen schönen Tag. Sowie zu den Regionalzügen in Richtung Ulm und Kempten. Next stop Memmingen. Change here for Ulm, Kempten and Long Distance Rail Services. Anschluss. IC nach Bochum Hauptbahnhof. 11.24 Uhr, Gleis 1. Vor allem, die überschlägt sich ja schon von, die überschlägt sich ja schon selber. Aha.
Wir müssen nicht gleich so reinschreien. Das reicht ja auch. Ein bisschen das Mikrofon vielleicht so halten, nicht so. Naja, das ist die Ansageverband. Das ist schwierig. Zumindest die zweite. Die erste macht es selber, aber die zweite kommt vom Band. Mhm. Das ist wahrscheinlich bestimmt. Da ist die Sicherheit irgendwie Regelung, wenn du den Führerstand gut runterdrehen kannst. Sie bestimmt wahrscheinlich leiser werden, irgendwann die nächsten Fahrt, weil dann keiner mehr Bock hat auf diese Lautstärke. Hier haben sich bestimmt schon Leute beschwert, dass es übertrieben laut ist. Ja, also echt, das ist echt ziemlich laut. Ach Gott, was sagt er denn jetzt? Gar nichts sagt er. Ausstieg auf der linken Seite. 11:03 ist es. 11:03. Haben wir jetzt immer noch eineinhalb Stunden. Krass. Das ist schon krass, innerhalb von fast einer Stunde. Stunde 10 haben wir. Ja, genau, das ist cool. Der normale Zug braucht über eineinhalb Stunden. Krass, ja. Der Express ist schon echt schnell. Mhm. Oder der E2, der hält ja überall an, deswegen. Ja, eben. Nee, der ist schon echt schnell. Da verliert man schon extrem viel Zeit. Der spart viel Zeit, das ist echt. Ah, hier ist ein ESA, sehr gut. Das ist echt eine gute Alternative. Oh, super. Super Bild. RE75 Kubersdorf, ja, okay, dann fahren wir mit Pesa. Dann fahren wir Pesa. Ist das da drüben für einer? Oh mein Gott, das ist der 536, cool. Super. Der 536 von dem. Ja, ich gefahren bin. Hier, das ist gut. Wieso machst du den 536 so gern? Weil das der Fahrer, mit dem ich da Führerscheinsitzfahrt mache. Aha! Nee, nee, nee. Das ist echt super, okay, das genau der ist. Oh, der hier, das ist Wahnsinn, dass ich den so oft schon gesehen habe. Also. Fazit, der Zug ist einwandfrei, das einzigste Problem ist diese ellenslaute Ansage. Mhm. Das könnten wir mal mit dem RE zurück nach Memmingen und dann nach Oberstdorf. Und dann hier bleiben und dann umsteigen, ja. Nach Oberstdorf, direkt von Memmingen nach Oberstdorf mit dem Zug. Weil nach Ulm geht leider nicht ganz so gut. Was ist das dann in Lindau? Dann fahren wir nach Kempten, ja. Mhm. Kempten, dann die Höhenstadt in der Immenstadt, dann mit dem Peser nach Memmingen, genau. Und dann nach Memmingen wieder mit dem 72er nach Buchloe, dann Stunde in Buchloe und zurück, stimmt aber. Mhm. Oder wir machen es so, dass wir in Memmingen dann in den ansteigen und dann. Nee. Oder? Schon in Lindau noch ein bisschen länger bleiben. Und dann mit dem Pesa direkt nach Memmingen fahren. Fahren echt Pesa auch nach Memmingen? Ich dachte, die fahren nur nach Oberstdorf. Wir sind doch in Memmingen. Du meinst nach Lindau? Ja, klar, fahren die nach Lindau. Die müssen ja flügeln. Mhm, die müssen ja irgendwie geteilt werden. Die müssen ja in der Stadt geflügeln werden. Ich glaube schon, dass der Pesa auch nach Lindau fährt. Wir können ja in Lindau mal gucken. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ja, wenn einer ist, dann fahren wir nach Lindau Insel. Einfach reinsteigen und fertig. Mal zurück. Ja, genau. Fahren wir nach Eutin. Bleiben eine halbe Stunde, fahren nach Insel und dann von Insel. Pesa, wie lange das dauert. Ich guck mal nach, von Ulm nach Lindau. Du musst von Lindau nach Memmingen gucken. Durchgehend. Um 13.16 Uhr fahren wir, glaube ich. 13.15 Uhr. Soll man gehen? Und dreh das Ganze mal um, dann ist es ein bisschen näher abwechselnd. Ach, gescheißen, Alter. Oh, erster Kommentar. Kein Bock jetzt zu beantworten. Das WLAN ist ein bisschen langsam. Ich finde das WLAN ist tatsächlich. Gerade wollte es nicht. Das wollte ist eigentlich recht gut, es wollte aber gerade nicht. Jetzt mal schauen. Das müsste ja dann erledigen. Ich glaube, der Zug hier noch steht, aber wenn ich würde ich gerne rausgucken und vom Gläsern Sandmüll machen. Aber nicht, dass der da wegfährt. Naja, das wäre schlecht. Mhm. Müsste das in der Stunde später mit dem nächsten Zug nachkommen. Mhm. So, jetzt kommt eine schöne Soundaufnahme. Hoffe ich. Wenn wir denn losfahren. Mhm. Wenn sich wieder ein ICE ganz gut gibt. Nee, glaube ich nicht, oder? Wann haben wir denn Abfahrt? Ich glaube, wir hätten 11:06, 11:07. Steht da echt gar nichts von RE nach Memmingen. Nichts durchgehendes? Nee. Ah, ja doch, geh mal Insel ein. Ach so. Gib mal Insel ein, von Insel müsste mal was sein. Da kann man sogar durchgucken. Da muss man nur ein kleines bisschen.
kleines bisschen kannst du durchgucken. Achso, da oben ist das Glas drin, ja. Nee, das ist Milchglas, aber ein kleines bisschen kann man durchgucken. Sieht so aus, wie ich muss machen. Aber da kann man keinen Film machen. Nee, das lohnt sich nicht. Nee, das ist zu wenig. RB92. Das war ich immer dieser. Das ist der. 50, nicht 50. Insel. Ja, dann müssen wir doch in Immenstadt umsteigen und dann mit dem Pesa. Warte, Pesa, gib mal Immenstadt, Memmingen ein. Das müsste gehen. Das sollte gehen, ja. Das wollten wir auch machen. Immenstadt, Memmingen müsste gehen. Dann, dass wir in Kempten nicht umsteigen, wie wir eigentlich gedacht haben, sondern. Was, in Immenstadt, durchfahren. Wir steigen in Immenstadt eigentlich um. Ja, stimmt, wir fahren jetzt von Kempten durch, ja, stimmt. Ja, das ist recht. Nein. Ich meine, das ist auch die Aufnahme. Ich habe auch schon geguckt, ob der. Ich hab schon geguckt, dann fahren wir in Immenstadt und so, dann nach Oberstdorf und dann von Oberstdorf nach Ulm fahren können. Immer nicht, wenn der Zug nach Ulm ist, dann hat man das ist dann in der City immer und da fährt dann in dieser Ewigkeit keiner. Ja, da fährt keiner eigentlich alles, was der Abendspur zurück, ja. Auf Flur, ja, ich guck mal, von Linderreuth. Naja, warte mal. Ach, das geht ja nicht, stimmt. Ja, nee, da muss man. Bis man in Immenstadt umsteigen ist. Immenstadt zu Ulm, ja. Dann fahren wir durch bis Memmingen und dann zurück nach Hamburg. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Weil der RB75 von Innenstadt ist auf jeden Fall besser. Und dann ist der 612er, schadet ja auch nicht. Dann haben wir alles mit dabei. Und wir können von Memmingen dann einfach nochmal nach Oberstdorf dann zurück. Das können wir theoretisch auch. Dann mal schauen. Ja. Ich glaube, das geht zeitlich nicht, wenn du um 6 Uhr draußen sein musst. Das dauert ja von Memmingen nach Oberstdorf schon fast 1,5 Stunden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das müssen wir wahrscheinlich auf nächstes Mal verschieben. Das lädt nur nicht gerade, das ist ein bisschen gestört. Weil es geht nicht, weil wir sind ja in Memmingen rum. Das geht jetzt. Wir sind ja in Memmingen erst um 3. Wenn du um 6 Uhr draußen sein musst, das geht nicht sicher. Weil Oberstdorf nach München brauchst du allein schon fast 2,5 Stunden. Und dann wärst du ja schon 5:30. Nein, 5:30. Hast du was ich meine? Ich schau mal nach, ich muss mal gucken, ob das. Ich kann nicht, kriege ich meine Eltern noch dazu, dass wir noch. Das ist okay. Das will ich vielleicht schon schaffen. Ja, vielleicht schon. Ich muss auch schauen. Ja, ich schaffe mich, glaube ich, trotzdem. Ich fahre von München nach Oberstdorf dauert 1,5 Stunden. Oberstdorf nach München dauert so 2,5 Stunden, sind 4 Stunden. 2 Stunden, 7. Bist du erst um 8:30 zu Hause? Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Ich kann mal gucken, wie die Verbindung ist. Wenn die Verbindung nicht scheiße ist, dann machen wir das nicht. Dann lassen wir es einfach so, wie der Plan sagt. Ja. Was ist das hier besser geworden? Mein Schuhplan. So viele Leute. Memmingen.
Memmingen? Von Memmingen. 15 Uhr Oberstdorf. Das ging ja nicht, jetzt habe ich mich geschaut. Ich hätte genau 15 Uhr, das wäre nicht Wahnsinn. So, das WC ist direkt. Das blinkt so rot, das ist kein gutes Zeichen. Mensch, geht eh, die Verbindung können wir eh vergessen. Das sag ich doch. Weil du musst mir das glauben, ich kenne den Fahrplan auswendig. Das heißt, du hast keine Erfahrung, frag mich. Das ist 15 Uhr. Wir haben eine Minute Umsteigezeit, ich schaffe nicht mehr. Safe. Nächster Halt, Tannheim. Ausstieg auf der linken Seite. Das ist doch möglich, mein Gott, das ist dem Leben. Das ist ein Grund verstanden. Es ist ja schön, das Ganze alles ist ja auch wichtig. Und ich könnte ein bisschen mehr leise sein. Mhm. Da war ja ein Problem, ich habe das ja schon geschaut vor Dienstag und dann ging das nicht. Die Tour zusammenstellen wollen und es hat auch keiner funktioniert, mein Besten. Das braucht man. Aber das können wir dann mal machen. Die Pesas fahren jetzt ein Jahr lang. Haben wir ja jetzt ein Jahr lang Zeit. Also das ist ein schöner Fluss da. Lila vielleicht? Ja, das kann sein. Ja, stimmt. Ja. Kann sein. Das ist einfach ein Traum. Sonne, Schnee und blauer Himmel. Super Wetter, super Zug. Hm? Super Wetter, super Zug, super Tag. Perfekt. Herz, was willst du mehr? Super Panorama. Ja. So, genau. Eben, nicht das. Tannheim. Das ist ein bisschen unnötig, dass wir jetzt neben Fuzzi-Bahnhof anhalten. Bis Memmingen ist Express und dann ist Regionalbahn. Tannheim. Haben Sie das leise gestellt? Oder täuscht mich das? Das täuscht leider mal, glaube ich. No. Oisin. Tannheim. Schön, dass Sie das leise gestellt hätten. Jetzt wird die auch wundern. Vielleicht haben Sie unsere Beschwerden gehört. Naja, immerhin sind wir gleich mit Führerstand. Halt. Oh Gott. Marstetten, Eintracht.
Ausstieg auf der linken Seite. Ich hab nicht erwartet, dass das jetzt kommt. Jetzt hast du einen Herzinfarkt bekommen. Jetzt weißt du, wie schnell gerade ging, wie ich direkt unter dem Lautsprecher stand? Mein Hörschaden. Jetzt ist natürlich meine Hörschlösser mit. Auf jeden Fall nicht da, Griff drauf. Hörschlösser, ja. Oh, Pax. Das sieht aus wie so ein Kopfhörer. Ja. Jeder zuckert seine Backen. Ja, das ist. Als ob wir klein sind. Das kann man leicht ändern. Ich überlege gerade, wenn ich von hinten nach vorne durchgehe. Das ist ja nichts zu dir, wenn die Leute alle so sitzen, dass man eigentlich. Genau, das überlege ich die ganze Zeit schon. Kannst du mal schauen. Das überlege ich die ganze Zeit schon. Aber weißt du, was ich meine? Da hinten ist die erste Klasse, da waren überall durch. Sehen. Das ist doch kein. Nee, die sitzen alle in Richtung hier. Ich geh mal gucken. Du hättest dir dann direkt erstatten, ob es geht oder ob es nicht geht. Kannst du sagen, dann mache ich einen Inder-Inselladen. Ich geh mal durch. Habe ich ja Zeit? Mach ich das. Mach ja. Marstetten, Eitrach.
Raststätten. Ausstieg auf der rechten Seite. Kommen wir wieder hier rein in unseren ersten Klassenbereich. Der schaut genauso aus wie der, den wir hinten gesehen haben. Und ja, jetzt fahren wir dann gleich wieder weiter aus Eichstätten. Habt ihr die Ansage schon gehört? Und ja, so sieht der Zug eigentlich aus. Also mir gefällt er sehr gut. Furchtbar. Der Schaffner hat mich angeglotzt wie so ein Außerirdischer. Kann ich verstehen. Er hat mich angeglotzt, dass ich wenig Außerirdischer wäre. Also du kannst durchgehen, also das ist, die sitzen tatsächlich alle zu uns gewandt. Wenn du hinten anfängst, kannst du durchgehen. Ich mache es dann ohne Stimme, ich mache einfach schon überall. Das macht uns berühmt. Jetzt dieser Slot im Dezember kommen echt super viele Videos, super Videos online. Also Ende Dezember, Anfang Januar so die Ferien sozusagen durch. Ja, die Ferien habe ich auch frei, da können wir auch ein paar Mal was machen. Auf jeden Fall, ja. Schwierig finde, es sind ein paar Stolperfallen drinnen. Es ist zwar alles barrierefrei, aber bei diesen Aufgängen, da ist so ein Leerraum, das ist so ein Leerraum quasi, wo du Obacht geben musst, dass du das nicht mehr in die Fresse haust. Sonst ist der Zug wirklich schön, also in irgendeiner Richtung gefällt mir sehr gut. Schön neu, ich liebe neue Züge. Also ich auch, das ist traumhaft. Ne? Manche hängen ja so an den alten Zügen, ich finde neue. Ja, ich auch. Die einzigen alten Züge, die geil sind, sind die 18 und ja, 18. Und 628. Und 628. Ja, 628 auch gut. Das war ich schon unterwegs dran bin. Da besuche ich jetzt auch ein kleines Häuschen. Übrigens, da vorne ist wirklich kaputt. Ich habe Schaffner gefangen. Blinkt rot. Ja, das ist kaputt. Oh, oh. Komisch. Aber da hinten ist man rein. Ach so, ja. Ich muss doch einen halben Zug geben. Zweite Wetten angezeigt. Ja, das eine ist grün ganz hinten. Aber das ist halt ganz hinten, ist es halt sozusagen. Der Fall ist kaputt, das Rote. Wäre noch besser, wenn es den hinteren Trieb hatten. Ja, gut, da haben wir jetzt bloß der eine, der dann mal ja drin ist. Also, wir müssen nachher.
Nächster Halt, Leutkirch. Ausstieg auf der rechten Seite. Hast du so ein Ding geholt? Alle? Man muss ja informiert sein. Das ist gleich da vorne. Ich war schon gesehen. Na, schau mal, was das drin steht in dem Heft. Schau mal rein, ja. Ans Netz, ans Zug. Mhm. Wir sind jetzt die RB92, dem Abschnitt. Ja, genau. Also nee, das ist nicht. Zwar in der Anzeige. Das ist der RE. Der RE72 wird zum RB92. Genau, wir sind der RE96. Mhm, der hat zwar trotzdem überall einen, aber trotzdem RE96. Mhm. Da bin ich im Buch Lohe, da bin ich im ganzen Fritz überhandelt. Ja, weil wir halten zwar jetzt überall an, aber das ist halt trotzdem der Express zwischen beiden. Mhm. Das ist schon eine nice Sache. Auf jeden Fall. Schöne Bilder drin. Das ist gut, dann kann ich meine Informationen rausnehmen. Man muss sich immer gut vorbereiten. Du bist als die Deutsche Bahn. Ausstieg auf der linken Seite. Ja, ich finde das auch gut, dass das so viel. Da steht schon wieder einer mit dem Handy, ja? Stehen die mal. Kleines Unternehmen, das ist echt super. Also. Finde ich auch. Ich find das viel gut. Besser. Also die toppen halt echt viel öfter die Deutsche Bahn. Das ist halt viel schlechter, die Deutsche Bahn in solchen Fällen. Ganz oft. Ich meine, bei uns im Allgäu jetzt vielleicht weniger, aber gerade in Norddeutschland zum Beispiel. Leutkirch. Bei der S-Bahn in Hannover, glaube ich. Ja, Hannover war es, glaube ich. Da haben sie ja jetzt auch, sagst du? Die Transdev, die S-Bahn. Ja, stimmt. Das war das erste S-Bahn-Netz, was privat vergeben worden ist. Und was ich auch gut finde, ist, das habe ich gehofft, dass es hier in Bayern besser funktioniert wie in Baden-Württemberg. Weil in Baden-Württemberg, wo GoAhead gekommen ist, da war ja voll das Chaos. Und bei uns in Bayern ist alles gut gelaufen. Und wir hatten ein bisschen nur wegen dem ECE auch gespielt. Und die haben auch in der Doku gesagt, dass es natürlich noch nicht klar ist. Ja, weil der ECE, weil der ECE aus Zürich andauernd mit Verspätung kommt. Richtig, was ist das Problem bei dem? Also das ist ja auch nicht... Da kommt immer aus dem Ausland. Richtung! Lindau, kein Problem. Also in der Schweiz ist es doch nicht so reibungslos und in Österreich den Bahnverkehr. Wie ist es mit der Schweiz? Ja, Grenzkontrolle und so, jetzt mit Corona ist ja alles scheiße und so. Aber es ist auf jeden Fall keine definitiv Leute schlechter als hier auf der eingleisigen Strecke. Nee, definitiv nicht. Auf das Inhalt von 14 Minuten. Den kenne ich. Das ist auch ein Abonnent von mir. Das ist der Crossrail oder so heißt der. Den kenne ich. Das ist ein Abonnent von mir. Ich weiß, der ist kein Abonnent von mir, aber der schaut meine Videos. Das ist der Stefan. Hallo. Wie die Fahrkarte bitte? Selbstverständlich. Einmal den kompletten Zug finden, oder? So schaut's aus. Naja, ist ja was Besonderes, ne? Ja. Mhm. Der erste Tag? Ja, ich. War jetzt dein Name drauf oder von deiner? Meiner. Müssen Deine drauf. Okay, weil Ihre Kollegin vorhin die hat gesagt, das ist bloß Einnahme. Ah, wie alt bist du? 14? Naja, der gehört zu mir. Baden-Württemberg muss man es nicht eintragen, Entschuldigung. Okay, aber in Bayern schon, oder? Ja, in Bayern muss man es. Dann müssen wir es trotzdem eintragen. Auch umsonst, ja, aber muss eintragen werden. Dann, muss man, dann muss das nicht eintragen, ne? Alles klar. Die Kollegin hat nämlich gesagt, dass das kein Problem ist. Ja, dann geht es gerade rüber. Genau. Die Kollegin hat gesagt, das ist ein Bayern-Ticket, ja? Ja. Genau, das ist bloß, muss bloß eintragen sein. Okay, weil in München die Kollegin hat gesagt, der kann mitfahren, braucht aber nichts machen. Ist nur beim Baden-Württemberg-Ticket, ja, da muss man es nicht eintragen. Okay. Und beim Bayern-Ticket muss man es wiederum eintragen. Ja. Muss kein Mensch.